Ja, der Weid, die natürlich vor allem den Zehnkampf der Männer beobachtet. Ja, und welche Erkenntnisse gewonnen hat nach 4 Disziplinen? Also ist an der Spitze ganz, ganz eng. Jetzt ist Jeremy Taiwan durch den Hochsprung in die Führung gegangen und die Deutschen sind sehr stark vertreten. Die sind auf 2 bis 4 und ja, es wäre sehr spannend, der 400er jetzt noch. Ich glaube, dass Kai Kasmerik die Halbzeitführung übernehmen wird wahrscheinlich. Ist es überraschend, dass hier nahezu nach jeder Disziplin ein neuer Mann an der Spitze ist? Ja, aber das war irgendwie abzusehen, weil es gibt viele Leute, die verschiedene Stärken haben und jetzt der Kai Kasmarek hat natürlich, der ist immer ein sehr guter Hochspringer und der 400-Meter-Läufer, der kommt am Schluss dann immer am ersten Tag meistens ganz nach vorne und hat es auch jetzt wahrscheinlich wieder geschafft. Ich glaube, dass er die 400 Meter gewinnen wird und ja, dann bin ich gespannt, wie es danach ausschaut. Wir haben schon viele tolle Leistungen gesehen, viele überraschende Dinge, wie zum Beispiel 3 Fehlversuche von Damien Warner beim Kugelstoßen. Ist das nicht eine Disziplin, wo man 3 Fehlversuche durchaus vermeiden könnte? Ja, ich sage mal, es ist wahrscheinlich in Weitsprung mal leichter, 3 ungültige zu machen. Ich habe beim Kugelstoß nur gesehen, dass in den letzten aus dem Sektor, ich weiß nicht, was bei den ersten 2, vielleicht ist er über den Balken geflogen, ich habe das nicht gesehen. Aber natürlich sehr, sehr bitter, weil er natürlich der Favorit nach dem Ashton Eaton war. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wer dann die andere Nase vorn haben wird. Hat er da einfach auch ja, noch einmal alles riskiert beim dritten Versuch und diesen Fehlversuch dann so mit in Kauf genommen? Ja klar, bei so einem engen Feld muss er natürlich alles versuchen. Wenn er da mit 11 Meter oder 12 Meter aussteigt, verliert er sehr, sehr viele Punkte. Natürlich, dass er so bitter gelaufen ist, dass er den Außensektor gebracht hat, ist für ihn sehr, sehr bitter. Und ja, ist schade, aber er hat noch in Hochsprung weitergemacht, wahrscheinlich als Training und der wird sicher gleich wieder mal irgendwo versuchen. Wie gut ist der Wettkampf von Dominik Sidlacek? Sehr, sehr gut. Also der ist jetzt da wahrscheinlich, ich schätze mal so 80 bis 100 Punkte über Bestleistung, ich weiß nicht genau. Aber er präsentiert sich sehr, sehr gut und ich bin auch gespannt auf seine 400 Meter jetzt. Die Hürden, wie gesagt, ist er schon heuer sehr gut eingestiegen, was am Morgen beginnt. Und beim Diskus, glaube ich, wird er auch ganz gut werfen. Hat er eine Zeit unter 50 Sekunden drauf? Ja, also ich glaube schon, wenn der Wind passt, und kann er sicher unter 50 laufen. Danke. Dankeschön.